Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Allgäu TV Nachrichten. Es ist Mitte der Woche und wir haben auch heute wieder eine halbe Stunde mit interessanten Themen aus der Region für Sie. Unter anderem diese hier. Auf die Werte kommt es an, wie Flüchtlinge von Juristen Grundwerte vermittelt bekommen sollen. Äußerst schlagfertig, Taekwondo-Talent Evelyn Buntusch aus Kaufbeuren und Schwäbische Weihnacht, Einstimmung auf die besinnliche Weihnachtszeit. Es kommt bekanntlich auf die Werte an. Nein, diesmal nicht auf die inneren, sondern vielmehr auf die Grundwerte. Denn beim Thema Integration fällt kaum ein Wort häufiger als eben Grundwerte. Aber wie genau sehen diese Werte eigentlich aus? Und wie vermittelt man sie? Das hat sich auch das bayerische Justizministerium gefragt und prompt nach Beginn der Flüchtlingskrise ein entsprechendes Lehrprojekt ins Leben gerufen. Wie das aussieht und wie erfolgreich das bislang verläuft, das haben wir bei der Memminger Staatsanwaltschaft nachgefragt. Und warum gerade da, sehen Sie selbst. Was hat denn die Staatsanwaltschaft Memmingen mit der Integration von Flüchtlingen zu tun? Mehr, als Sie sicher vermuten. Denn wie uns Memmingens leitende Oberstaatsanwältin Renate Tanner und Pressesprecher Thomas Hörmann verraten, geht das Projekt Rechtsbildungsunterricht von ganz oben aus. Nämlich vom bayerischen Justizministerium. Richter, Staatsanwälte und Rechtspfleger sollen den Geflüchteten die wichtigsten Rechte und Grundwerte in unserem Land vermitteln. Nach Beginn der Flüchtlingswelle 2015 wurde das Projekt gestartet und wird seitdem vom Staat finanziert. Thomas Hörmann ist zum Beispiel nicht nur Pressesprecher der Memminger Staatsanwaltschaft, sondern auch Teilzeitlehrer für Flüchtlinge. Er kann uns mehr erzählen über die wichtigen Grundwerte für eine gelungene Integration und den Unterricht. Wir haben ihm deshalb in Memmingen einen Besuch abgestattet. Ja, bei mir ist jetzt Thomas Hörmann, er ist Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Memmingen. Herr Hörmann, erstmal schön, dass Sie Zeit haben, vielen Dank. Sie sind ja auch Wertedozent für die Flüchtlinge hier. Und wie kann man sich das denn genau vorstellen eigentlich? Was machen Sie mit denen genau? Wir halten bei den Flüchtlingen und Asylsuchenden Unterrichte, in denen wir die grundlegenden Werte und Prinzipien der deutschen Rechtsordnung den Flüchtlingen näher bringen und versuchen, diese zu vermitteln. Ist es dann strikter Jurunterricht mit Paragraphen ohne Ende oder wie kann ich mir das vorstellen? Nein, ich denke, man kann sich diese Unterrichte nicht als Rechtskundeunterrichte vorstellen, sondern es sind vielmehr Unterrichte, in denen eben die grundlegenden Prinzipien, die in unserer Rechtsordnung verankert sind, den Flüchtlingen näher gebracht werden. Zum Beispiel werden die Grundrechte den Flüchtlingen näher erläutert anhand von Beispielen. Oft ist es ja so, dass die Flüchtlinge aus Staaten kommen, wo sie verfolgt werden, wo totalitäre Systeme sind und wo sie einfach diese Rechte nicht haben. Das heißt, es ist für die dann auch tatsächlich eine neue Welt und nicht nur ein neues Land, was das Rechtssystem und die Grundordnung vielleicht angeht. Kann man das so sagen? Tatsächlich ist es so, dass einzelne Rechte, vor allem Grundrechte, diese Flüchtlinge so bislang nicht kennen oder nicht gelebt haben, wie beispielsweise das Recht auf Gleichberechtigung von Mann und Frau oder das Recht auf freie Meinungsäußerung. Genau diese Werte und diese Rechte versuchen wir den Flüchtlingen zu erläutern und zu vermitteln. Wie reagieren dann da Ihre Schüler in dem Moment darauf, wenn Sie ihnen das Neue erzählen? Ist es für die was völlig Undenkbares? Wie reagieren die darauf? Mit Staunen oder Raunen? Oder? Die Asylsuchenden sind sehr interessiert an diesen Vorträgen. Es ist eine sehr gute Nachfrage an diesen Vorträgen. Und ich denke, letztlich wissen viele Flüchtlinge schon Bescheid, dass eben in unserer Rechtsordnung, in unserer Gesellschaft andere Werte gelten. Aber natürlich haben sie diese so noch nie gelebt und noch nie vermittelt bekommen. Wie sieht dann so der Vergleich wahrscheinlich unter den Rechtssystemen aus? Finden Sie es gut, dass Sie dann hier sind in diesem Rechtssystem oder fühlen sich manche vielleicht sogar unwohl dabei? Nein, also mein Eindruck ist, dass die Flüchtlinge zum einen interessiert sind, zum anderen aber auch diese Vermittlung und diese Gewährleistung dieser Rechte sehr positiv und wohlwollend aufnehmen. Jetzt haben Sie gerade vorhin schon gesagt, die Flüchtlinge sind auch sehr interessiert. Was stellen die denn so für Fragen dann zum Beispiel? Was sind das, ganz Basisfragen oder haben die konkrete Beispiele? Es ist natürlich so, dass die Flüchtlinge oft Fragen im Zusammenhang mit ihren eigenen Problemen, insbesondere auch im Zusammenhang
mit ihrem Asylverfahren stellen. Diese Fragen werden von unserer Seite so nicht beantwortet, sondern es geht ausschließlich darum, eben diese grundlegenden Rechte und Werte den Flüchtlingen zu vermitteln. Und letztendlich handelt es sich hier auch um einen Beitrag des Bayerischen Justizministeriums zur Integration dieser Flüchtlinge. Und der wird sehr gut angenommen. Das heißt, das Ganze ist wirklich ein Projekt von oberster Ebene. Wer bezahlt das Ganze denn oder von wem geht das auch konkret aus? Die finanziellen Mittel werden aus dem Bayerischen Staatshaushalt zur Verfügung gestellt. Im Jahr 2015 hat der Ministerrat der Bayerischen Staatsregierung hier ein sogenanntes Sonderprogramm zur Bewältigung der Flüchtlingskrise aufgelegt. Und das Bayerische Justizministerium darf eben diese finanziellen Mittel zur Durchführung derartiger Unterrichte verwenden. Okay. Das heißt, wie viele Schüler sind dann da auf einmal da? Ist es ein riesen Hörsaal? Ist es eine kleine Klasse? Wie kann ich mir das vorstellen? Die Anzahl der Unterrichte und die Anzahl der Teilnehmer an diesen Unterrichten sind unterschiedlich. Teilweise sind es bis zu 20 Teilnehmer an einem Unterricht, teilweise sind es auch weniger. Es kommt immer darauf an, wie die entsprechenden Kooperationspartner, die sozialen Einrichtungen, mit denen wir zusammenarbeiten, hier entsprechende Anzahl an Flüchtlingen eben bereitstellen kann. Ist das Ganze dann verpflichtend wie ein Deutschkurs? Es ist insofern, also es ist nicht verpflichtend. Die Flüchtlinge, denen wird dieses Angebot gemacht. Es ist jedoch so, die Nachfrage ist so groß, dass ich davon ausgehe, die meisten, die gefragt werden, nehmen dann auch teil. Das heißt, die Nachfrage wird wahrscheinlich auch groß bleiben. Ich wünsche Ihnen noch viel Erfolg bei Ihrer Arbeit und sage vielen Dank für die Zeit. Und damit geht's zurück ins Studio. Ganz vielen Dank, Matthew Jenisch-Schön. Bildung ist wichtig, egal ob das wie eben in Sachen Werte und Recht ist oder im Fach Deutsch zum Beispiel. Und da tun sich viele schwer. Laut einer aktuellen Studie können rund 20% unserer Kinder nicht richtig lesen. Das ist umgerechnet beinahe jedes fünfte Kind. Damit liegt Deutschland im internationalen Vergleich im unteren Mittelfeld und damit nur knapp vor Kasachstan und der Slowakei. Über die Gründe dafür streiten Experten seit Längerem. Was jedoch im frühen Alter versäumt werde, könne kaum oder nur schwer aufgeholt werden. Sprachwissenschaftler raten deshalb Eltern zu vielen Vorlesestunden mit ihren Kindern. Also am besten abends das Lieblingsbuch auspacken und gemeinsam eine gute Nachtgeschichte lesen. Das hilft nicht nur beim Lesen lernen, sondern auch beim Einschlafen. Wir machen jetzt eine kurze Pause und sind dann gleich wieder zurück mit Meldungen aus der Region. Immer gut beraten. Die Kastanienapotheke im Ärztehaus am Forum, Bahnhofstraße 42 in Kempten. Allgäu-Mail, die Komplettlösung für Ihre Geschäftspost. Von der Abholung über die Erfassung und Sortierung aller Briefsendungen bis zur Zustellung. Ein persönlicher Ansprechpartner für Ihre gesamte Post. Zuverlässig, flexibel, preiswert. Allgäu-Mail, Ihr Spezialist für Briefzustellungen und Postlogistik. Dass meinem Onkel Weihnachten aus Australien kommt, das bedeutet mir alles. Da er einer der wichtigsten Menschen in meinem Leben ist, wollte ich auch ein ganz besonderes Geschenk. Da ist das CW-Fotobuch perfekt geeignet. Das sind auf jeden Fall die schönsten Zeiten unseres Lebens, die wir in dem CW-Fotobuch festgehalten haben. Mein CW-Fotobuch. Mein Leben. Familie und Co. Das Familienmagazin mit Themen rund um Kind, Familie, Erziehung und Ausbildung. Ab sofort bei Allgäu TV Tipps und Trends. Jeden Dienstag um 19.45 Uhr. Verschenken Sie ein Jahr voller unvergesslicher Momente. Mein CW-Kalender. Gibt's noch viel was Besseres. Die Kinderhotels. Für Kinder von 0 bis 12. Und ihre Eltern. Kinderhotels.com. Das Allgäuer Büblebier aus dem Allgäuer Brauhaus und das neue RSA-Radio erfüllen Ihren Wunsch zum Jahresende. Yeah!
Vom 18. November bis zum 16. Dezember wird der Büble Wunscherfüller durch das Allgäu touren und Ihren Weihnachtswunsch mit 500 Euro unterstützen. Samstags, wenn das Büble klingelt, können Sie gewinnen. Schicken Sie uns einfach Ihren Wunsch und Ihre Geschichte dazu und registrieren Sie sich auf www.rsa-radio.de. Und das sind die Meldungen vom 13. Dezember. Bereits im Oktober war in Memminger Berg eine aus Syrien stammende Frau tot aufgefunden worden. Jetzt steht fest, die Frau wurde Opfer eines Gewaltverbrechens. Nach Informationen der Memminger Zeitung stünden zwei männliche Familienangehörige im Verdacht, die Frau umgebracht zu haben. Um wen es sich genau handle, ließ die Staatsanwaltschaft offen. Die beiden Männer sitzen derzeit in Untersuchungshaft. Wie und warum sie die Frau angegriffen hätten, wird jetzt ermittelt. Die 35-jährige Syrerin hatte Ende August ihre Wohnung verlassen und war nicht mehr zurückgekehrt. Zwei Monate später fand die Polizei ihre Leiche. Türkheimer müssen weiter abkochen. Immer noch keine Entwarnung. Die Türkheimer Bürger müssen noch mindestens bis Anfang Januar ihr Wasser abkochen. Seit fast einem Jahr gibt es Probleme mit sogenannten Kolibakterien im Trinkwassernetz. Vor einigen Wochen hatte Bürgermeister Christian Kähler noch die Hoffnung, dass das Abkochen bis Weihnachten nicht mehr nötig wäre. Allerdings wurde das jetzt vorsichtshalber verschoben. Im Moment werden alle zwei Tage Wasserproben entnommen und überprüft. Die Kosten für die Beseitigung der Bakterien liegen derzeit bei rund 400.000 Euro. Einen Teil davon müssen wohl die Türkheimer Bürger über höhere Wassergebühren finanzieren. Ein riesengroßer Erfolg im Kampf gegen den internationalen Drogenhandel ist jetzt Ermittlern unter anderem der Staatsanwaltschaft Kempten gelungen. 5 Tonnen Haschisch und Marihuana, mehr als 500.000 Euro, 20 Kilogramm Silber sowie Autos und Boote beschlagnahmten die Ermittler. Die Ermittlungen der Kemptener Behörden zusammen mit dem Landeskriminalamt reichten dabei sogar bis nach Afrika. Wie sich herausstellte, handle es sich beim Drahtzieher vermutlich um einen in Spanien lebenden deutschen Schreinermeister. Die Beteiligung der Staatsanwaltschaft Kempten lässt vermuten, dass auch eine Spur ins Allgäu führt. Genaueres möchte die Polizei am Freitag bekannt geben. Details zur IKEA-Ansiedlung bekannt. Der Stadtrat hat jetzt Inhalte des Vertrages mit IKEA über dessen Ansiedlung veröffentlicht. Demzufolge verpflichte sich der schwedische Möbelriese unter anderem dazu, für mindestens 10 Jahre Mitglied im Stadtmarketingverein zu werden. Zusätzlich stehe in dem sogenannten Durchführungsvertrag, dass IKEA sämtliche Erschließungskosten übernehmen wird. Lediglich am Umbau des nahegelegenen Kreisverkehrs würde sich die Stadt zu 50% beteiligen. Außerdem muss IKEA einen Mitarbeiterparkplatz bauen und sich mit der Stadt am Shuttlebus-Service zwischen Möbelhaus und Innenstadt beteiligen. Im Idealfall soll bereits im kommenden Frühjahr mit dem Bau der IKEA-Filiale in Memmingen begonnen werden. In Sonthofen hat eine Trickbetrügerin eine Seniorin im Altenheim bestohlen. Die Betrügerin hatte bei der 84-Jährigen geklingelt und angegeben, Spenden zu sammeln. Sie fragte die Seniorin, ob sie etwas Warmes zu trinken haben könnte. Als diese in die Küche ging, kam offenbar noch eine zweite Person dazu. Dieser Unbekannte klaute in der Zwischenzeit Schmuck der Seniorin. Die Trickbetrügerin soll um die 20 bis 25 Jahre alt sein, schlank und hat längere dunkle Haare. Sie hat einen leichten ausländischen Dialekt und einen dunklen Mantel an. Hinweise nimmt die Polizei entgegen. Zum ersten Mal in der olympischen Curling-Geschichte wird es kein deutsches Team bei den Winterspielen geben, weder bei den Frauen noch bei den Männern. Beim Olympia-Qualifikationsturnier im tschechischen Pilsen kamen beide deutschen Teams aus dem Allgäu. Die Männer um den Sonthofener Kapitän Alexander Baumann erreichten jedoch nur Platz 7. Bei den Damen erreichte Daniela Jentsch aus Füssen nur Rang 6. Um sich für Olympia in Südkorea zu qualifizieren, hätten beide Allgäuer-Teams mindestens Zweiter werden müssen. Soweit die Meldungen aus der Region. Bleibt uns noch der Blick auf das Wetter der kommenden Tage. So viel vorab. Skifahrer können sich über eine gehörige Portion Neuschnee freuen. In der Nacht kann es glatt werden. Es fällt Schnee bzw. Regen bei Temperaturen zwischen minus 2 und plus 1 Grad. Morgen früh regnet es im gesamten Allgäu. Nur im Ostallgäu kann es auch mal kurz schneien. Im Unterallgäu scheint auch mal kurz die Sonne. Die Temperaturen liegen zwischen 2 und 5 Grad.
Am Nachmittag zieht es überall zu und der Regen geht vereinzelt in Schnee über. An den Temperaturen ändert sich kaum etwas. Gute Nachrichten für Skifahrer. Es fällt nochmal eine Menge Schnee in den Skigebieten. In Wolsterlang zum Beispiel liegt jetzt schon einen Meter auf dem Berg, im Tal sind es 40 cm. Und da kommt jetzt nochmal schön was drauf. Am Freitag wird es wechselhaft mit Sonne, Wolken, Regen und Schnee. Die Temperaturen liegen zwischen minus 1 und plus 3 Grad. Das Wochenende startet ganz ähnlich, nur scheint die Sonne seltener und es wird ein bisschen kälter. Am Sonntag zieht es dann ganz zu, dazu werden es maximal minus 2 Grad. Eine 2000 Jahre alte koreanische Kampfkunst. Das ist Taekwondo. Eine Sportart, die viele Bereiche umfasst. Taekwondo-Kämpfer müssen, wie andere Sportler auch, körperlich fit, diszipliniert und vor allem beweglich sein. Aber sie müssen sich auch gut konzentrieren, sowie ihre Bewegungen gut koordinieren können. Evelyn Buntusch von der Taekwondo-Gemeinschaft Allgäu aus Kaufbeuren macht Taekwondo, seitdem sie 5 Jahre alt ist. Jetzt ist sie 13 und hat schon zweimal an der Taekwondo-Europameisterschaft teilgenommen. Also ich bin Evelyn Buntusch und ich mache Taekwondo. Also das ist anstrengend und es macht Spaß und dafür musst du halt erstmal anfangen. Es dauert halt länger, bis du es halt kannst. Und Evelyn, die ist jemand, der es kann. Also ich bin Zweite auf der Europameisterschaft gewesen letztes Jahr und dieses Jahr Dritte. Und dann halt noch ein paar andere Turniere, aber das sind ein bisschen mehrere, das sind viele. Im Taekwondo steigt man sozusagen mit den Farben der Gürtel auf. Man fängt an mit Weiß und dann geht es über Gelb, Grün, Blau und Rot bis hin zu Schwarz. Mit ihren 13 Jahren hat Evelyn den schwarzen Gürtel, also den Meistergürtel. Das ist für ihr Alter ziemlich ungewöhnlich. Mein Ziel ist, zur Olympia zu kommen und zur Weltmeisterschaft. Um ihr Ziel zu erreichen, trainiert Evelyn 5 Tage die Woche. Dazu gehören auch Krafttraining, Ausdauer und Dehnübungen für die Beweglichkeit. Also es war am Anfang, ich war nervös vor meinen Kämpfen immer. Aber ich habe halt dann gedacht, dass ich es halt schaffe. Dann habe ich mich einfach angestrengt. Nach dem Kampf hat man sich immer gefreut, wenn man gewonnen hat. Dann war man auch glücklich nach der Medaille. Und ihre Motivation holt sie sich dabei durch ihre eigene Überzeugung. Also ich sage halt immer, ich bin die Beste. Und dann versuche ich halt immer, mein Bestes zu geben. Und dann, ja. Ja, und dann läuft es bei Evelyn auch. Als Zweit- und Drittplatzierte bei der Europameisterschaft weiß sie ganz genau, worauf sie sich konzentrieren muss. Ja, also du musst halt schauen, dass du nicht kassierst. Du musst auch überlegen, was du machen musst. Man muss auch klug sein im Kampf, damit du nicht einfach reinläufst und einfach alles kassierst. Ja. Dennoch ist Taekwondo für Evelyn nicht nur Sport, sondern... Das ist mein Hobby und es macht auch sehr Spaß. Es ist ein Teil von meinem Leben. Und wer dieser Taekwondo-Club Allgäu eigentlich ist und was diese Sportart noch so alles ausmacht, das sehen Sie in der aktuellen Ausgabe von Allgäu TV Spezial. Ja, und die sehen Sie erstmals heute Abend 19.45 Uhr und um 22.30 Uhr. Oder wann, wo und wie oft Sie wollen unter www.allgäu.tv. Langsam, aber sicher steht Heiligabend vor der Tür. Und da darf natürlich eines im Wohnzimmer nicht fehlen. Ganz klar, der Christbaum. Egal ob groß oder klein, der Trend geht mittlerweile immer mehr zurück zum Selberschlagen. Und wer das in diesem Jahr auch mal ausprobieren möchte, ist am kommenden Samstag im Werdensteiner Moor im Oberallgäu richtig. Dort organisiert der Bund Naturschutz zusammen mit den Bayerischen Staatsforsten die Weihnachtsbaumaktion. Da können Sie dann unter Anleitung Ihren ganz persönlichen Weihnachtsbaum fällen. Allerdings nur Fichten. Kiefern müssen zum Schutz des Moores stehen bleiben. Umsonst ist das Ganze nicht, das Geld fließt aber direkt
in den Schutz der Allgäuer Moore. Mehr Infos gibt es auf der Homepage des Bund Naturschutzes Kempten-Oberallgäu. Und bei uns geht es nach einer ganz kurzen Pause auch gleich weiter und das natürlich weihnachtlich. Lassen Sie sich verzaubern von der stimmungsvollen Atmosphäre auf dem Markt Oberdorfer Weihnachtsmarkt. In 40 weihnachtlich geschmückten Buden finden Sie Weihnachtsdekoration, liebevolle Geschenkideen, weihnachtliche Naschereien wie Waffeln, gebrannte Mandeln, Glühwein und vielerlei herzhafte Gaumenfreuden. Für die kleinen Besucher fährt täglich die Pferdekutsche und der Nikolaus mit seinen Engeln bringt eine Überraschung mit. Das bunte Rahmenprogramm stimmt auch Sie auf Weihnachten ein. 40 Jahre Kiebler-Teppiche. Zum großen Jubiläumsverkauf bieten wir handgefertigte Web- und Designerteppiche, aber auch Allgäuer Fleckerl-Teppiche in allen Wunschgrößen. Familie Kiebler freut sich auf Ihren Besuch. Dass meinem Onkel Weihnachten aus Australien kommt, das bedeutet mir alles. Da er einer der wichtigsten Menschen in meinem Leben ist, wollte ich auch ein ganz besonderes Geschenk. Da ist das CW-Fotobuch perfekt geeignet. Das sind auf jeden Fall die schönsten Zeiten unseres Lebens, die wir in dem CW-Fotobuch festgehalten haben. Mein CW-Fotobuch. Mein Leben. Hier finden Sie schnell und einfach Ihren Traumberuf. Jobs im Allgäu.de. Ihr regionaler Jobmarkt. Jetzt kostenlos registrieren und direkten Kontakt zu Ihrem Wunschunternehmen aufnehmen. Jobs im Allgäu.de, die Jobbörse der Allgäuer Zeitung. Verschenken Sie ein Jahr voller unvergesslicher Momente. Mein CW-Kalender. Das Größte für die Kleinsten gibt's bei der Babywelt in Gersthofen. Europas größtem Fedes Babyfachmarkt. Mit Baby- und Kinderzimmern, den besten Autokindersitzen, Kinderwagen, Buggies und vielem mehr. Die ganze Welt der Babys auf über 5000 Quadratmetern. Einfach riesig und einfach zu finden im Heripark Gersthofen. Direkt an der A8 und der B2. Mit riesigem kostenlosen Parkplatz. Waldweihnacht Skywalk. Im Skywalk Allgäu erwartet Sie zauberhafte Weihnachtsstimmung, eine Krippenausstellung und viele Geschenkideen. Kinder können die lebende Krippe bestaunen und tolle Wunschzettel basteln. Dazu Musik, Gesang und kulinarische Köstlichkeiten. Für Besucher steht ein Shuttlebus zur Verfügung. Infos unter skywalk-allgäu.de. Eishockey-Fans, aufgepasst! Es ist wieder Heimspielzeit bei den Jokern in Kaufbeuern. Am 15. Dezember trifft der ESVK auf die Lausitzer Füchse. Bulli ist um 19.30 Uhr in der Erdgas-Schwaben-Arena Kaufbeuern. Tickets gibt's an allen bekannten Vorverkaufsstellen. Und da sind wir wieder zurück. Nicht nur der Christbaum gehört dazu, um die Weihnachtsstimmung herbeizuführen. Auch wir tragen unseren Teil dazu bei. Und zwar mit unserer Reihe Schwäbische Weihnacht. Theo Weigel hat sich dafür nach Pfronten aufgemacht und bringt direkt aus der St. Nikolauskirche die Weihnachtsstimmung zu Ihnen nach Hause. Viel Spaß. Marie und Josef hat sie zähmer da und wohnen immer Häusle neben dus, wo es still ist. Bloß ein Wergle geht vorbei, der Bichel auf und schlieft ins Hülzle rein. Ein kleiner Bach lauft Stähle nah. Und zieht so Böger rum und numm durchs Moos und will am Heislied vorbei, kehrt um und zieht auf Zeit dann numm und wurglert, kommt mehr her und gluckst und schwätzt und murmelt, was er kann. Es stand der Erlerbuscher an ihm nah und große Wälder und Maria ist, wenn sie so nausluget vor'm Bettgau, det. Hätt eiser Herrgott nur einmal das Paradies aufgehangen. Dass der Mensch aus See und Wiss, das geht's noch. Und es ist nicht alles hier. Es herbstellert. Maria ist ganz still und spinnt so für sie nah. Sie meint, es könnt Weihnachten wäre, bis es Zeit ist, könnt auch eher sein. Sie näht schon an die Windler. Der Hebamm sagt mir's jetzt noch nicht, das tut es später auch. Der Werber wirkt in warmer Zeug, in Wullener, das geht in Mantel und ein Kleid, wenn's finster wird und rau. Und warme Hähnchen braucht man auch und feste Schuhe. Und da auf einmal heißt's,
es geht Erzählung. Und der Kaiser will an jeder Kopf im Lande jetzt Steuer erlauben. Und müssen wir wegen der Steuer an deren Ort, wo man herstammt, und man müsste sie melden und dort am Magistrat sein Kopfgeld zahlen. Eine Ausnahme gäbe es da nicht, es müsste gerade einer am Sterben sein. Hat einer Hände und Füße und so viel Geist, dass er seinen Namen weiß, dann muss man auf der Werk, es gang wie es will. Der Boot hat's braucht, im Städtle schält man's aus und jaumert schon an alle Eck und Ende. Gerade auf Weihnachten riecht man Eis des nah. Bloß, dass man die Leute recht schert, es ist ja graus. Der Gendarm sagt, was bildet er denn so? Wär's nur im Sommer lieber, wenn im Feld grad's Korn reifert? Der Augustus hat ein Einsehkitt. Was tun die Bauern schon zwei Nächte an die Feiertage als Saufer? Es hat jeder recht, er schwätzt grad, wie er will. Maria aber kümmert die Sache. Sie muss auf Bethlehem, das ist der Werk. Man gottet nauf wohl seine 14 Tage, die Mindestzeit. Es nächtelt schon früher. Der Werk ist schlecht, es blaust ein kalter Wind. Gehwinder geht es dann und dort, man sieht von Nebel öfters die Hand vor dem Auge. Und das in deren Umständen, das ist bitter. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende unserer heutigen Sendung. Ihnen wünsche ich jetzt noch einen schönen Feierabend und wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin. Tschüss.